Ahoi, meine Lieben, seid recht herzlich gegrüßt. Ja, wahrscheinlich werdet ihr euch wundern, wo wir uns denn hier befinden. Und zwar bei EAFC24. Etwas ganz anderes auf dem Kanal. Ich hatte es ja vorgestern schon auf dem Discord-Server angedeutet, dass mal etwas ganz anderes kommen wird. Und da die EM vor der Tür steht, bin ich wieder im Fußballfieber und hatte mal wieder Lust auf FIFA. Ich habe damals schon FIFA gespielt, war auch nicht ganz so schlecht. Und ich dachte, dass ich das einfach mal auf den Kanal bringe. Und vielleicht gefällt euch das ja auch. Ich habe mir einfach so mal ganz spontan überlegt, dass wir den Hamburger SV trainieren. Die haben es ja leider wieder nicht geschafft, aufzusteigen. Und vielleicht müssen wir dort mal die bösen Geister vertreiben. Wir werden auf Weltklasse spielen. Ich werde auch nicht jedes Spiel spielen, sondern vielleicht auch mal nur die Highlights. Aber die wichtigen Spiele, wie beispielsweise DFB-Pokal oder irgendwann Champions League, wenn es soweit kommen sollte, werden wir dann auf jeden Fall spielen. 6-Punkte-Spiele werden wir auch spielen, aber bei den meisten Ligaspielen werden wir dann nur die Highlights spielen, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Zumal ich ja auch noch FASMA und so weiter auf dem Kanal habe. Da wollen wir natürlich auch Fortschritte machen. Da will ich euch natürlich auch weitere Folgen bieten. Ich habe ja schon gesagt, FASMA wird es immer auf dem Kanal geben, egal in welchem Umfang. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das ja gut an und wir spielen mehrere Saisons. Müssen wir dann mal schauen. Vielleicht spielen wir auch irgendwann in der Champions League. Mal sehen. Ja, ich würde sagen, wir legen los. In der zweiten Liga mit dem Hamburger SV. Erfolge national sehr hoch, Erfolge kontinental spielt eigentlich keine Rolle. Wir spielen nicht kontinental. Markenpräsenz Mittel, Finanzen gering, Nachwuchsentwicklung Mittel. Ja, wir haben ein Transferbudget von 28.286.210. Na, immerhin. Ja, Hamburg. So, dann können wir hier mal alles einstellen. Ja, damals Legende, heute nicht mehr. Ich bin ein bisschen eingerostet, würde ich sagen. Halbzeitlänge 3 Minuten lassen wir mal so. Ja, wunderbar. Das machen wir aus. Wir werden kein Nationaltrainer. Verhandlungshärte machen wir mal streng. Soll ja Reiz drin sein. Und wir wollen auch keine Finanzspritze erhalten. Ist ja langweilig. So, weiter. Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer. Und da sind wir auch schon. Ja, ich habe mich relativ gut hinbekommen, würde ich sagen. Zum Glück hatte man meine Frisur und meinen Bart da. Wunderbar, willkommen im Club. Sehr schön Taktikkonzept. Ich bin eigentlich ein Freund davon zu kontern. Deswegen nehmen wir auch Konter hier. Ich werde mir hier gleich mal ein paar Coaches einstellen. So, schauen wir mal. Moment. Erstmal sortieren. Offensivfähigkeit 3. Ist jetzt nicht wirklich gut, aber besser als nichts. So, wunderbar. Weitere Coaches. Ich will auf jeden Fall für jedes Segment einen Coach haben. Mittelfeld. Schauen wir mal, was wir da haben. 4 Sterne. Ja, immerhin. 4 Sterne. Dann Abwehr. 3 Sterne. Naja. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen, nicht wahr? Und Torwartspiel. So. Dann nehmen wir den noch. Ja, sehr gut. Alles klar. Dann sind wir hier fertig. Gut. So, und dann sind wir auch schon. So, Tür von der Freya. So nennen wir uns hier. So, wichtige Infos zum Transfermarkt. Ja, der ist offen. Alles klar. Jugendakademie. Da schauen wir gleich mal rein. Aber hier hat schon mal ein 15-Jähriger sehr viel Potenzial. 73 bis 94. Das ist schon mal sehr gut. Ja, aber da schauen wir gleich mal nach. So, wie sehen denn die Ziele von uns aus? Was wird von uns erwartet? Nachwuchsentwicklung. Verpflicht über 2 Saisons mindestens einen Spieler der Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. 2 Saisons verbleibend, alles klar. Markenpräsenz. Erreiche 10 Spiele ohne Niederlagen in Auswärtsspielen dieser Saison. Und verpflichte einen Spieler, deren Nationalität dem Verein entspricht, also Deutsch. Finanzen? Erhöhe die Spielergehälter um maximal 25%. Okay, Wichtigkeit gering. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ligameister werden? Ja, das ist natürlich immer das Ziel. Und vom Hamburger SV erst recht. Man will endlich aus der zweiten Liga raus und deswegen bin ich ja hier. DFB-Pokalrunde der letzten 16 erreichen. Also Achtelfinale. Sehr gut, kontinental ist nichts. Ja, das ist doch machbar. Kann man nichts anderes zu sagen. So, ich habe mir überlegt, dass wir in der ersten Folge
die ersten drei Spiele des Vorbereitungsturniers absolvieren werden, aber auch dort nur die Highlights spielen werden. Und wir müssen uns auch die Mannschaft mal angucken. Teamzentrale. So, ich will auf jeden Fall jede Position doppelt besetzt haben. Dann schauen wir mal. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Torwärter. Das ist auf jeden Fall zu viel. Wobei wir zwei verliehen haben. So, Mickey 34, 63. Der kann auf jeden Fall weg. Heuer Fernandes ist gesetzt als Nummer 1, würde ich sagen. 73. Ja. Alles klar. Raab, der wird bleiben. Und die zwei werden wir vielleicht verkaufen. Oppermann auf jeden Fall 60, 21. Das gibt nichts mehr, würde ich mal so behaupten. So, linke Verteidigung, Muheim und Katterbach. Linke Verteidigung und Oliveira könnte auch rechts verteidigen. Da müssen wir mal schauen, ob wir auf der rechten Seite genügend Spieler haben. Okay, Innenverteidiger 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Da bräuchten wir 4. Der ist verliehen. 24 Jahre, 28. Alles klar, die würde ich sogar mal so lassen. Wird da nichts dran ändern. Rechtsverteidigung. Was haben wir hier? Van der Bremt, den haben wir geliehen. Ihr seht's, verliehen an Hamburger SV, alles klar. Rechtsverteidiger 70. Ja, lassen wir auch so. Wenn der dann wieder geht, haben wir immer noch zwei Rechtsverteidiger. Haier und ihn. So, Meffert, ZDM, Kran. Okay. Mittelfeld ist auch gut bestückt. Ich würde dann später gerne mit ZDM spielen. Zwei ZDM, das heißt, wir bräuchten vier. Vier ZDMer. Den würde ich ungern verkaufen, zumal wir dann auch mit ZOM spielen und er kann ZOM. Würde ich auch erstmal so lassen. Meffert, auch sehr gut, 28, aber 72. Ja. Obwohl, er kann weg. 58, er kann auf jeden Fall weg. Auf der linken Seite Öztunali, Dompe, Königsdörfer. Das sind drei gute Spieler für den Hamburger SV, würde ich mal behaupten. Er kann sogar noch rechts, er nicht, er aber auch. Ja, die würde ich auch so lassen. Vorne im Sturm würde ich mich gerne verändern. Und zwar haben wir hier mit Glatzel einen eher physisch starken Spieler, der auch kopfballstark ist. Da würde ich eher auf einen gehen, der dribbelstark ist und schnell ist. Ja, dann würden wir uns halt hier im Sturm noch verändern, verbessern. Und er kann dann auch auf jeden Fall weg. So, gut. Dann werde ich schon mal eine Aufstellung hier auswählen. Und zwar habe ich mir da auch schon was überlegt. Ich nehme diese hier, zwei ZDMer, ein ZOM und zwei jeweils über außen, linkes und rechtes Mittelfeld. Genau. Die nehmen wir. Solange wir keinen Ersatz haben, nehmen wir Glatzel vorne drinne. Peray, der kann da auch bleiben. Königsdörfer. Den würde ich ganz gerne auswechseln für Dompe. So, Dompe dann nicht als linkes Mittelfeld, sondern als linken Flügel. Wunderbar, der auch Akzente nach vorne setzt. Meffert auf jeden Fall auf der rechten ZDMer-Position. Kann er nicht so gut, ne? ZDM. Er könnte eher ZOM. Wen haben wir denn da noch? Wen hätten wir dann noch? Kran, ne? So, machen wir das Ganze mal so. Dann passt das auch. Einfach ein bisschen umgestellt. Ja, rechts, links passt auch noch gut von den Füßen. So. Ah, guck mal da. Reis hätten wir auch noch. Der kann sogar richtig gut ZDM. Dann hätten wir ihn noch als Auswechselspieler. Ja. Er kommt auf jeden Fall ins Tor, Heuer Fernandes. Und über rechts haben wir dann Van der Bremt. So.
Das sieht doch schon mal gut aus. So, Auswechslung. Sturm ihn. Links und rechts kann er spielen. Das heißt, er bleibt dann für die Außen auf jeden Fall auf der Auswechselbank. Torwart wäre noch ganz gut hier, ne? Auf der Auswechselbank. Ja, würde ich schon sagen. Da haben wir da Raab. Okay, da kommt er hier hin. Wen nehmen wir uns denn noch nach oben? Katterbach. Linke Verteidigung. Haier kann links und rechts. Katterbach. Katterbach kann nur links, ist aber wohl schneller als Haier. Er ist im Konterfußball auch nicht so verkehrt. Deswegen kommt hier mal Katterbach hin. Er geht raus und wir nehmen stattdessen noch Öztunali. Ja, dann hätten wir die beiden über außen. Beide können ja auch rechts spielen. Bietet sich also an. Sehr flexibel. Dann kann er noch raus. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Mittelfeldspieler. Ja, dann nehmen wir ihn. Ja. Vielleicht nehmen wir auch zwei Mittelfeldspieler mit. Dann nehme ich ihn noch mit. Torwart. Dem wird schon nichts passieren. Machen wir das so. Haben wir noch einen Platz mehr für einen Feldspieler? Ja. So, dann sind wir parat. Ja, alles klar. Aufstellung steht. Taktik Konter. Das lasse ich erstmal so. Dompe. Ah, okay. Dompe ist für vieles eingeteilt, sehe ich. Ja. Langer Freistoß. Ja, macht er auch. Elfmeter Glatzel, 68. Ich glaube, das bleibt auch dabei. Linke Ecke. Ja, macht auch Dompe. Alles macht Dompe schon. Außer Captain ist Schonlau. Ja, alles klar. Auch das passt. Dann hätten wir das schon mal. Und wir suchen jetzt mal. Nicht hier, sondern hier werden wir jetzt mal einen Stürmer suchen. Aufträge. Die Aufträge löschen wir erstmal. Suchen uns einen Stürmer, der schnell ist. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich eher einen will, der dribbelstark ist, der schnell ist, der wendig ist. 16 bis, sagen wir mal 23. So, oder 24. Vertrag am besten auslaufen, dann kriegen wir den auch günstiger. Ja. Stammspielerqualität wäre eigentlich schon gut. Nehmen wir das mal. Ja, gut. Wo sind die denn unterwegs? Deutschland, Spanien, Dänemark. Da würde ich doch eher sagen, dass wir mal Frankreich nehmen und England. So, dort wird jetzt gesucht und sobald die was haben, melden die sich und wir schauen mal, dass wir jetzt mal uns das Vorbereitungsturnier angucken. Hier kriegen wir 2,3 Millionen, 2,6 Millionen, 2,5 Millionen. Sollten wir das erfolgreich absolvieren und auch gewinnen. Dann nehme ich natürlich das, wofür wir am meisten bekommen. Und das wäre das hier, das mittlere. 2,6 Millionen. So, alles klar. Dann geht's jetzt los. Wir spielen die Highlights dreimal. Und ich würde sagen, das erste Spiel von der zweiten Bundesliga werden wir dann komplett spielen. So, Transferangebot für Mickey. Das ist schon mal gut. 330.000 können wir verlangen. Da verhandeln wir doch mal. Ich fange mal mit 350.000 an. So grimmig gucke ich eigentlich nicht. So. Also. 310.000 bieten die uns. Wir wollen 350.000.
Wiederverkaufsgebühr 1%. Nö, davon halten wir nichts. Ich will direkt Cash haben. Mach mal 340.000. Jawohl. Wunderbar. Jetzt müssen die beiden sich nur noch einigen, Spieler und Verein. Und wir haben Spielerchats. Ich weiß, Sie haben Ihre Gründe, mich auf die Transferliste zu setzen, Boss, aber ich habe mich hier gut aufgehoben gefühlt und gehe nur schweren Herzens. Ja, aber ich kann dir keine Spielzeitgarantie bieten. Ja, so sieht's aus. Und hallo, Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim Hamburger SV begrüßen. Ja, Hallöchen, unser Captain. Ich freue mich auf die Zukunft, vor uns liegt viel Arbeit. Ja, da wissen die gleich schon mal, wo wir dran sind, ne? Ja. Gut. Erstes Spielchen. Anstoß. Und wir spielen die Höhepunkte. So, los geht's. Oh, jetzt müssen wir erstmal verteidigen in der vierten Minute. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Jawohl. Gibt leider eine Ecke. Aber besser als ein Tor. Weite Flanke vom Hamburger SV. Oi. Glatze. Schade. Konter von uns. Einmal nach vorne. Glatze. Bisschen behäbig. Müssen wir jetzt einfach mal abschließen. Ecke. Die wir nicht spielen dürfen. Alleingang. Aber nicht von uns. Kriegen wir hin. So, können wir uns wieder schön sortieren hinten und drauf gehen, genau. Und Konter. Jatta, sehr schön und sehr schnell. Kommt er hier vorbei? Läuft nur leider kaum einer mit. Und Tor. Dompe. Sehr gut. Sehr guter Start. Freistoß für uns. Ist wohl eher eine Ecke. Sieht schon fast so aus. Mal gucken. Boah, knapp. Wieder Dompe. Und Ecke. 20. Minute. Jetzt sind wir in der 33. Alleingang von uns. Kommt leider kaum einer mit. Tunnel hat nicht funktioniert. Oh, Elfmeter gegen uns. Ja, 1-1. 1-1. Sie kommt zurück. Unser Konter, 80. Jatta, komm. Ja, vielleicht wird ja was draus. Dompe wieder. Boah, abgefälscht. Hätte gefährlich enden können. Und das war's. 1-1. Erstes Spiel vorbei. Gut. Hätte schlechter laufen können, würde ich sagen. Ja, ein Punkt gemacht. Dann kommt jetzt das zweite Spielchen. Und nach dem zweiten. Ah, da ist er verkauft. Mickey. Müsste Mickey sein, ne? Unser Torwart. Für 340.000 war das, ne? Mach's gut. Jetzt wird dieser Transfer noch bewertet. Genau, Tom Mickey. Hätten wir da mehr rausholen können.
Ja, war ein guter Deal. Sehr gut. Wunderbar. Bestmöglicher Deal wäre noch 10.000 mehr gewesen, aber okay. Sie wollten ja nicht. So, nach dem zweiten Spiel werden wir dann mal gucken. Transferangebot. Nein, der ist nicht zu verkaufen. Unser Innenverteidiger 70. Nein, lehnen wir ab. Nach dem zweiten Spiel werden wir dann mal gucken, was unsere Scouts so gefunden haben. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal unsere Jugend angucken. Ja, zweites Spielchen. Die spielen Kick and Rush. Wir natürlich Konter, Anstoß und Höhepunkte. Ja, ich hoffe, ihr findet auch daran Freude, auch wenn es nichts mit Geister zu tun hat und mit Horror. So. Kurz überspringen. Eckball, aber nicht für uns. Wir müssen wieder verteidigen. Also aufgepasst. Wunderbar. Schade, den Konter hätte ich gerne gespielt. 23. Alleingang. Glatzel. Ah, kommen wir nicht vorbei. Schade. Vierunddreißigste. Haben wir. War kein Foul. Haben wir auch. Sehr gut. Konter. Jatta wieder. Sehr schnell. Ja, kommen wir schön vorbei. Und Außennetz, schade. Und nochmal. 63. 2 gegen 1, so wie ich das sehe. Oh, Pfosten. Das hat gescheppert. Elfmeter für uns. Jawohl, der sitzt, Glatze. 90. Minute. Und wir hatten Rot bekommen, glaube ich, sah man oben. Das wird wohl ein Sieg geben. Freut mich. Ja, das war's. Wir haben Rot bekommen und gewinnen mit 1-0. Sehr gut. Alles klar, jetzt gucken wir mal, was die Jugend sagt. Ich glaube, da war nur ein guter Spieler, ne? Jugend. Wollte ich zwar eigentlich dann in der nächsten Folge machen. Ja, hier der sieht gut aus. Ich glaube, die anderen, die werde ich schon mal freigeben. So, den lassen wir auch mal. Vielleicht können wir den verkaufen, Oliveira. Der geht aber auch weg. So. Gut, dann schauen wir mal, ob unser Scout was gefunden hat. Übrigens spiele ich hier an der PS5. Also anderes Setup. Hört sich wahrscheinlich auch anders an. Ich habe versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ich hoffe, dass mir das auch gelungen ist. So, da haben wir zwei Stürmer vorgeschlagen. Die werden wir jetzt beobachten. Schön, Verträge noch auslaufend. Hat sich noch keiner drum bemüht. Beobachten wir die mal. Und dann machen wir das dritte Spielchen. Das letzte Spielchen für diese Folge. Transferangebot, der ist, glaube ich, auch nicht zu verkaufen. Ne? 66, ne, den lassen wir mal lieber. Vielleicht entwickelt er sich noch gut. Ja. Und nochmal. Letztes Spielchen.
und die Höhepunkte wieder. 4 Punkte, 2 Spiele, kann sich sehen lassen. Im Regenwetter, so wie es scheint. Twente Enschede. Niederländische Mannschaft mit einem Freistoß. Ja, haben wir doch. Und ein Eckball. Wieder nicht für uns. Na komm schon. Ja, weg damit. Oh, das war schlecht. Aber gut gehalten von Heuer Fernandes. Das war sehr gut. Und wir kriegen den Konter. Sehr schön. Wann kriegen wir den noch hier? Nein. Flanke. Boah. Konter. Mal die Seite wechseln. Vielleicht geht hier mehr. Kommt da einer mit? Ah, der drängt mich ab. Deswegen mag ich lieber einen schnellen Stürmer vorne drin haben. Und schön zurück. Sicher wieder aufbauen. So, Dompe wieder. Ah. Ja, nach vorne geht noch nicht ganz so viel. Seiten wurden gewechselt, zweite Halbzeit. Sehr schön. Wieder eine gute Parade von Heuer Fernandes. 11 Meter für uns. Mal wieder. Sollen wir mal frech sein? Jawohl, schön in die Mitte. Eins null. Glatze. Kontersituation. Schöner Innenziehen. Ja, wunderbar. Und 2-0. Das war ein cooler Konter. Das hat mir gefallen. Sehr guter Angriff. Schön, schön. 80. Da müssen wir wieder aufpassen. Boah. Puh. Puh, 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 puh. Das war nicht so fair. Aber hat kein Rot gegeben. Links wieder nicht gehalten. 2-1. Ja, das war's. Gut, aber 3 Spiele, 7 Punkte. Gut. Natürlich musste ich die ganze Musik ausmachen wegen Urheberrecht und Gedönse.
Ihr wisst es ja, wie das so läuft. Ja, das war die erste Folge, ihr Lieben. Und bald geht dann auch die zweite Bundesliga los. Wie gesagt, das erste Spiel spielen wir dann zusammen und in voller Länge. Ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat und vielleicht finde ich ja den einen oder anderen dafür, der sich auch dafür interessiert. Und mal gucken, ob mehr hiervon kommt oder ob das nur ein kurzes Projekt wird. Werden wir dann sehen. Also, ihr Lieben, bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao, macht's gut.